Yoga ist eine Technik, um mit sich ins Reine zu kommen. Aber ist sie auch eine Technik, um mit dem eigenen Kunstschaffen ins Reine bzw. weiter zu kommen? Wir gehen in diesem Video auf Entdeckungsreise durch die Yamas. Das sind die 5 ethischen Grundsätze, die der traditionellen Yogalehre zugrunde liegen. Ich zeige dir ganz konkret an je 2 Beispielen, wie du diese 5 Grundsätze in dein kreatives Arbeiten integrieren kannst. Ganz egal, ob du erst am Anfang stehst oder schon ein bisschen weiter fortgeschritten bist. Gleich vorweg, ich praktiziere Yoga ja nicht aktiv. Ich habe nur ein paar einfache Übungen da und dort in mein Training integriert. Mein Blick ist also der eines Außenseiters und deswegen auch eher neutral und unvoreingenommen, hoffe ich zumindest. Die Sache ist die, manchmal schaue ich in mir fremde Fachbereiche rein, um herauszufinden, was für erfolgreiche Grundsätze diese haben und ob ich diese auch für meine Kunst adaptieren und irgendwie anwenden kann. Und so geschehen auch beim Yoga. Eben kürzlich stieß ich auf einen Zeitungsartikel online auf die Yamas. Ja, und da wurde es dann richtig spannend für mich. Denn wie das Kunstschaffen an sich ist Yoga ja eine Art Lebenseinstellung. Während ich also den Artikel las, kam mir sehr viel sehr vertraut vor. Wir wissen ja, Kunst ist mehr als nur Technik und Talent. Sie fordert uns ganzheitlich als Menschen. Und genau hier können uns die Yamas einen wertvollen zusätzlichen Kompass bieten. Der erste Bereich oder das erste Yama heißt Ahimsa, die Gewaltlosigkeit. Ahimsa, die Gewaltlosigkeit, ist wohl das bekannteste Prinzip der Yamas. Im Yoga bedeutet es, mit anderen und sich selbst liebevoll und achtsam umzugehen. Dabei bezieht sich Gewalt hier nicht nur auf physische Gewalt, sondern auch auf Verletzen durch Worte und auch Gedanken sind hier mit eingeschlossen. Künstlerisch gesehen, ja, zum einen haben wir hier den inneren Kritiker. Jede kunstschaffende Person kennt ihn, diesen lauten, oft unbarmherzigen Kritiker im Kopf. Das ist nicht gut genug. Das hätte besser sein müssen, das kannst du besser. Ja, diese Gedanken können lähmen und blockieren. Hier kann Ahimsa eine wichtige Rolle spielen. Anstatt uns selbst mit harscher Kritik zu überwältigen, sollten wir lernen, uns mitfühlend und geduldig zu behandeln. Patzer und Stolpersteine gehören zum kreativen Prozess und sind keine Hindernisse, sondern Lehrmeister. Gewaltlosigkeit bedeutet in diesem Kontext, sich selbst zu erlauben, zu experimentieren, auch wenn das Ergebnis nicht perfekt ist. Denn oft entstehen gerade aus diesen vermeintlichen Fehlern die spannendsten Ideen. Zum anderen kann Ahimsa auch im wörtlichen Sinne auf die Art und Weise angewendet werden, wie wir mit unseren Materialien umgehen. Ein respektvoller Umgang mit Farben, Papier oder Leinwänden zeigt, dass wir den Schaffensprozess wertschätzen. Anstatt achtlos Materialien zu verschwenden oder aus Frust Leinwände zu zerstören, lädt uns Ahimsa dazu ein, unsere Mittel mit Achtsamkeit und Respekt zu nutzen. Ganz abgesehen vom finanziellen Aspekt, der aber hier keine Rolle spielen soll. Durch den sanften und bewussten Umgang entsteht eine tiefere Verbindung zwischen uns und unserem Arbeitsprozess, die sich letztendlich auch im Ergebnis widerspiegelt. Das zweite Yama ist Satya oder Satya, die Wahrhaftigkeit. Das ist ein Prinzip, das im Yoga den wahren Ausdruck des Selbst fordert. Im Sinne von, du sollst nicht lügen. Im künstlerischen Kontext bedeutet dies, authentisch zu bleiben, zu sprechen, ehrlich mit sich selbst zu sein und weder sich selber noch anderen etwas vorzumachen. Konkret könnte dies Folgendes sein: sich von Trends und Idolen zu lösen. In der Kunstwelt gibt es unzählige Trends, Moden, Lichtgestalten und Idole, die oft wie Magneten wirken. Doch Satya, erinnert uns daran, unseren eigenen Weg zu gehen, auch wenn das bedeutet, gegen den Strom, gegen den Zeitgeist zu schwimmen. Es geht darum, den eigenen künstlerischen Prozess oder die eigene Stimme zu finden und diesem Weg treu zu bleiben.
anstatt sich an dem zu orientieren, was gerade angesagt ist. Diese Art der Wahrhaftigkeit erfordert Mut, aber sie ist der Schlüssel zur Schaffung von eigener Kunst, zu der man wirklich stehen und die sich auch langfristig und gesund entwickeln kann. Ebenso betrifft das die Ehrlichkeit im Ausdruck. Das ist ein sehr großes Thema, weil es erstens viel mit der eigenen Persönlichkeit als auch mit der Themenauswahl zu tun hat. Wahrhaftigkeit bedeutet hier, sich der eigenen Welt zu öffnen. Auch wenn man Angst davor hat, weil diese vielleicht skurril oder absurd wäre und anderen nicht gefallen könnte, beziehungsweise sie vor den Kopf stoßen würde. Aber genau das muss ja egal sein. Erst wenn wir uns trauen, unsere wahren Gedanken und Ansichten auf Leinwand und Papier zu bringen, auch wenn sie unbequem oder herausfordernd sind, entsteht Kunst, die berühren kann, zumindest die richtigen Leute. Das dritte Yama ist Asteya, nicht stehlen und absagen von Habgier. Dieser Grundsatz geht weit über materielles Hab und Gut hinaus. Wer Asteya lebt, beraubt andere nicht um ihren materiellen Besitz, sondern schmückt sich auch nicht mit fremden Federn, indem er etwa die Idee eines anderen als die eigene verkauft. In der Kunst wäre das zum Beispiel Inspiration statt Kopie. Inspiration ist eine mächtige Kraft, doch Asteya erinnert uns daran, dass es einen Unterschied zwischen Inspiration und bloßem Kopieren gibt. Wenn wir uns von anderen Kunstwerken inspirieren lassen, sollten wir das Quellmaterial respektvoll behandeln und etwas Eigenes daraus schaffen, anstatt es einfach zu übernehmen. Kreativität bedeutet oft, das Gesehene in etwas Neues, in etwas Originelles zu transformieren, anstatt es zu stellen. Und es macht auch viel mehr Spaß, weil Eigeninterpretation so viel spannender ist. Ja, das ist das eine. Das andere wäre ein ethischer Umgang mit Referenzen. Im digitalen Zeitalter ist es leicht, Bilder von anderen zu verwenden und als Grundlage für die eigene Arbeit zu nutzen. Doch Asteya fordert uns auf, sorgfältig zu prüfen, ob wir wirklich die Rechte haben, diese Werke zu verwenden. Eine respektvolle und ethische Nutzung von Referenzmaterial, optimal immer mit Quellenangabe, fordert und fördert nicht nur unsere Integrität als Kunstschaffende, sondern auch unser Bewusstsein für den Wert geistigen Eigentums. Das vierte Yama ist Brahmacharya, die Selbstbeherrschung. Lässt sich im übertragenen Sinne übersetzen mit auf das Wesentliche zubewegen und wird oft mit Enthaltsamkeit übersetzt, doch in einem tieferen Sinn geht es hier um das Maßhalten und den bewussten Umgang mit Energie. Ja, ein breites Feld in der Kunst. Als erstes Beispiel fällt mir hier ein, sich nicht im Perfektionismus zu verlieren. Der Wunsch nach Perfektion kann leicht dazu führen, dass wir uns in Details verlieren und am Ende genervt oder gar ausgebrannt sind. Brahmacharya erinnert uns daran, unsere Energie bewusst einzuteilen. Es ist besser, Projekte mit einer klaren, fokussierten Energie zu Ende zu bringen, im Sinn von gut ist gut genug, anstatt uns in einem endlosen Zyklus des Überarbeitens zu verstricken. Manchmal ist es die Kunst zu wissen, wann ein Werk vollendet ist und wann es an der Zeit ist, loszulassen. Auch steht dieses Yama für die Balance zwischen Ruhe und Aktivität. Im kreativen Schaffen ist es entscheidend, die Balance zwischen produktiven Phasen und Erholungsphasen zu wahren. Wir können nicht ständig produzieren, ohne uns auszubrennen. Eine bewusste Pausenkultur, in der wir uns Erholung und den nötigen Abstand vom Kunstwerk gönnen, fördert langfristig den kreativen Prozess. Wenn etwas nicht gelingen will, dann ist der richtige Zeitpunkt einfach noch nicht gekommen. Auch kreatives Wachstum geschieht oft im Wechselspiel zwischen Ruhe und Aktivität. Und das fünfte und letzte Yama ist Aparigraha, das Nicht-Horten. Ganz klar, hierbei geht es um die Erkenntnis, wie wenig es für ein zufriedenes Leben bedarf und darum, sich von übermäßigen Besitztümern und Konsum zu entsagen. Sehr einfach gesagt. Im künstlerischen Kontext kann dies eine befreiende Haltung sein. Da wird zum einen das Loslassen von Erwartungen. Häufig setzen wir uns selbst unter Druck, weil wir bestimmte Erwartungen an unsere Kunstwerke, an unseren Prozess haben. Aparigraha lehrt uns, diese Anhaftungen loszulassen und offen für den Fluss des Schaffens und für die unerwarteten Zufälle zu bleiben.
Wenn wir uns zu sehr an eine Vorstellung klammern, blockieren wir oft das, was aus dem kreativen Prozess spontan entstehen möchte und könnte. Loslassen bedeutet, dem Werk Raum zu geben, sich auf unerwartete Weise zu entfalten. Wir können es ja dann immer noch ein weiteres Mal versuchen. Zum anderen wäre hier die Freiheit vom Besitzdenken. Nach stundenlanger Arbeit ein Kunstwerk fertigzustellen, kann emotional stark binden. Doch Aparifraga fordert uns auf, nicht zu sehr an unseren Schöpfungen zu hängen. Kunst lebt davon, geteilt zu werden. Sei es durch Ausstellungen, Verkäufe oder sogar in ganz, ganz seltenen Fällen Geschenke. Das Loslassen des Besitzanspruchs an unsere Werke kann befreiend sein und uns helfen, sich auf das Wesentliche, also auf unseren künstlerischen Prozess zu fokussieren, anstatt uns selbst durch zu starke Bindung an das Geschaffene zu blockieren. Okay, zusammenfassend lässt sich sagen, die Yamas bieten uns 5 ethische Grundsätze, die nicht nur im Yoga, sondern auch tatsächlich in der Kunst wertvolle Orientierung bieten können. Ahimsa lehrt uns, sanft und achtsam mit uns selbst umzugehen. Satya fordert uns auf, authentisch zu sein. Und Asteya erinnert uns daran, Originalität und Respekt vor geistigem Eigentum zu wahren. Brahmacharya hilft uns, unsere Energie klug einzusetzen. Und Aparigraha zeigt uns, wie befreiend es sein kann, loszulassen. Ich denke, wenn wir diese Prinzipien in unser künstlerisches Schaffen integrieren, entwickeln wir nicht nur eine tiefere Verbindung zu unserem Schaffensprozess, sondern wachsen auch als Menschen. Denn Kunst ist ja nicht nur das Ergebnis, sie ist ein Weg, eine Lebenseinstellung. Und die Yamas können uns dabei helfen, diesen Weg mit Freude, Bewusstsein und Integrität zu gehen. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir eine wunderbar kreative Zeit, mach's gut, auf bald!